Viel Spaß! Let's go. Oha, ich bin Impostor. Und start. Ja, ich bin gemutet. Start in Records. Darf die schönen Tasks nicht machen. Okay. So, fetch ich meine erste Task. Fetch nochmal hier die Task. Aufheben. 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 So, hier. Okay, der andere Post sorgt schon für. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ihn habe ich jetzt mal am Leben gelassen. Ich habe ein Alibi. Er denkt, ich habe Task mit ihm gemacht. Habe schön gefälscht. Klick, klick. Ich gehe mal hier rüber. Na komm. Mach Lärm. Ich geh mal hin. Tür ist zu. Sehr schön. Jetzt hier kein Killen. Mist. So, folgen wir ihm. Oha, da krieg ich meine versprochene. Und wieder mit Wolfmann. Das muss jetzt gut werden. Das muss jetzt eine gute Runde werden. Okay. Now you left the chat, stream. Disconnect. Disconnect. Jawohl. Sehr schön. Ich habe wieder meine Runde mit. Das muss jetzt gut werden. Das fängt ja schon sehr gut an. So, schön Task fertig. Das muss jetzt wieder. Ich habe vorhin schon eine Runde Among Us aufgenommen. Da war ich im Post. Das war eine sehr gute Runde Among Us. Die ist leider nicht drauf gewesen. Die ist leider nicht drauf geblieben. Hat OBS verkackt. Vielleicht ist diese jetzt drauf. Wieder mit Wolf. Na komm, das müssen wir jetzt. Das dürfen wir jetzt Ich nicht höre bei verkacken. irgendjemandem noch irgendwie irgendwas im Hintergrund. Mary. So, jetzt weg ich mal diese Task. Macht die Big zu. Okay. Zack, zack. Mach mal Comms aus. Mach ich wieder meinen Comms-Skill. Sehr schön. Legendärer Kampfskill. So, ab in the kitchen. Hallo Wolfmann. Jetzt gucken wir gemeinsam. Ah, so sieht das aus. Oh. Post an die Camps. Sehr schön. So, Cargo Bay. Gleich entdeckt wird. Was hier? Na komm, Liz. Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. Ja, das ist jetzt gefährlich. Mit vielen Leuten hier. Diese Task mal fälschen.
Jetzt habe ich mich natürlich sass verhalten. Okay, wo fixe ich Electrical? Ich bin noch ein Electrical. Wo fixe ich den Strom? Wo ist der gute Liz? Jetzt mache ich Jagd auf ihn. Zeit in Security, weil ich aufs Klo musste, dann bin ich hoch. Da habe ich in Communication gesehen, dass Alex so tot ist. Okay. Okay, ich würde für die... Warte, lass mich überlegen, wo bist du? Gut, dann hat Wolfi mich aber auf den Cams in Record gesehen. Ja. Ich war auf Klo, so, ich war ja nicht hier richtig im Camp. Sie stand nur bei der Kamera, aber ich war auf dem Klo die ganze Zeit. Das habe ich gesehen, ich habe dich dort in Camps gesehen und habe mich gefragt, was machst du da die ganze Zeit? Ja, klar, ich war auf dem Klo. Sehr schön. Also, und ich habe mich die ganze Zeit in die Camps gestellt, in der Hoffnung, dass jemand sieht, wenn ich umgebracht werde vom Zwergi, aber er hat es nicht gemacht. Was? Aber Liz kann ich für die Runde rausnehmen, nee. Weil er fast Medical lief er mir in der Cargo Bay. Ihr seid mir gerade entgegengekommen. Zwergi habe ich mehrfach gesehen und Platsch habe ich auch mehrfach gesehen, der mich auch hätte killen können. Also, ich weiß, Alex ist mindestens 50 Sekunden tot. Wahrscheinlich war länger, weil er war tot, als ich im Medbay geschaut habe. Okay. Ich war im Cockpit, glaube ich. Ja, im Cockpit. Okay. Die ganze Zeit? Also, ich bin dann jetzt wieder Engine Room, bin in Vault jetzt, hab da unten meinen Download gemacht, hab dann das Männchen angezogen. Genau. Okay. Wo haben wir jetzt die Leiche gefunden? Also, die Alex. Angeblich entkommen. Wer liegt da? Alex. Nee, Alex. Alex, natürlich, klar. Entkommens. Okay. Entkommen. Wer hat denn das Leid gefixt? Also, das war ich war am Leid. Noch jemand. Ja, ich. Unread. Ach, du hast. Ich war die ganze Zeit irgendwo im Cargo Bay. Ich war im Cargo Bay. Ich wollte mir, wer drückt denn den Ebene nach oben? Ich hab bloß den Reaktor gemacht. Also, ich hab in Main Hall hab ich im Prinzip meine Aufgaben gemacht, in Showers habe ich meine Aufgaben gemacht, bin dann in Cargo Bay gewesen, dann ist mir der Zwerg hinterhergelaufen, da hatte ich das Gefühl, er will mich umbringen. Und als ich den Torraum entgegengelaufen bin, habe ich dann. Ich bin die ganze Zeit zwischen Electrical und Cargo rumgelaufen und. Ja. Okay. Aber Thomas hat mein Leben gerettet. Verdammt, wir fliegen auf. Man weiß schon, wer Sass ist. Das müsste ihnen doch bekannt vorkommen. Jetzt streue ich mal hier vorne ein bisschen rum. Mist, dass die nicht gekillt haben. Jetzt hat er mich verdächtig gemacht. Na komm, Wente schon. Darf mich jetzt wieder keiner beim Wenden sehen. Diamant polieren. Hallöchen. Hallo Wolf. Hier ich wieder meinen Task. Zumindest fälsche ich die dort. Verdammt. Hab die noch nicht so weit dran gelockt, an Kran gelockt. Die hätten wir jetzt killen können. Das ist. Geht jetzt darüber. Gerade wen gekillt, Wolf? Dann mache ich die Tür auf, die ich gerade wieder verschlossen habe. Sehr genial. Kann ich auf dem Klo jemanden umbringen? Fälscht die Pimple Task. Pempel, Pempel.
Weg mit mir. Beide weggewendet. Oha. Oha. Läuft im Hintergrund noch jemand? Oha, am Unfall. Okay. Yes. Und ich kann sagen, dass die Kills, ich würde mal sagen, wahrscheinlich so um die 5 bis 10 Sekunden alt sind. Maximal beide. Es müsste ein Doppelkill sein. Das Platsch, ich hab nur eine Leiche gefunden. Okay, vielleicht ist es. Mich hat auf dem Weg hin auch keiner mehr gekreuzt. Ja. Weil Phil hat mich nämlich gerade verlassen. Der war nämlich mit mir gerade an MedScan. Quark. Mhm. An Lifeline. Ich weiß nicht, ob rechts oder links weg ist. Keine Ahnung. Der ist Richtung Cargo. Ja. Aber auf alle Fälle, der ist mir nämlich gerade von Lifeline entgegengekommen. Stimmt, der ist Richtung Cargo, der ist nach oben gelaufen. Aber auch schon tot. Also Thoram und Phil sind tot. Und Phil kann. Der kann wirklich nur keine 5 Sekunden alt sein. Du hast jetzt Phil gefunden oder Thoram? Ich habe Phil gefunden. Und niemanden sonst. Das heißt, der Mörder müsste sich noch, wenn du noch an Lifeline stehst, müsste sich ja der Mörder zwischen uns befinden. Entweder, genau, er müsste sich zwischen uns befinden, wenn du es nicht bist. Für mich sieht es. Ja, oder wenn du es nicht bist. Ja, genau. Für mich sieht es natürlich potenziell stark nach dem Self-Report aus. Ich habe jetzt tatsächlich nur noch einen einzigen Partner. Unwahrscheinlich. Der ist, ich habe auch nur noch eine Aufgabe. Ich muss die Ventilatoren starten. Ja, die Tasten sind gleich vorbei. Fertig geworden. Ich bin fertig. Ich glaube zum linken unteren Viewing Deck. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe gerade. Ist egal, welches von den beiden Viewing Decks du nimmst, ist beides dasselbe. Ja, vielleicht habe ich da auch einen Upload oder Download. Wo muss man den Upload machen? Der Upload ist das so, was ich gerade gemacht. Ich bin mir gerade. Der Download ist woanders. Aber ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Okay. Ja. Haben wir irgendeine Info? Also, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Zwergi so durch die Gegend steuert, als ob er Imposter ist. Aber. Ich bin dort, hab dann meinen Task gemacht. Ja, dort irgendwie. Wobei bei 6 man. Also Liz, hast du gerade gesagt, wir können gerne skippen bei 6? Die Sache ist die, wir das haben. Dein Ernst? Ja, wir haben noch 3 Tasks. Tja, Liz, Ja, das ist ein also Double-Kill. Wenn ihr voten wollt, könnt ihr gerne voten, aber wir haben 3 Tasks. Ihr könnt auch mich gerne voten, mir ist völlig wurscht. Aber wir haben noch 3 Tasks, ich muss nur einen einzigen machen. Die ganze Zeit, das ist doch eine feige Sache, jetzt hier die ganze Zeit auf mich zu. Ich mach drum einen Task doch nur. Bridge. Machen wir mal Licht aus. Sehr schön. So kriegen wir jetzt noch Leute gekillt. Die hätten wir killen können. Ach, da ist jetzt hier nicht. Wir sind wohl die ganze Zeit gemeinsam unterwegs. Ist ja blöd. Jetzt laufe ich vom Licht weg. Ich guck mit den Cams. Ein Wolf. Red. Doch. Red, du Arsch. Nice. Ich sag gerade, ich spiele Imposter, Spielverderber, bin genau unten an der Leiter und wollte gerade hoch. Ich habe noch eine einzige Aufgabe. Ich habe meine gerade gemacht und habe mit Wolf links unten Leit gefixt. Ja, ja, und Zeit und Zwergi steht in der Kamera, ohne in der Kamera zu sein. Sondern eher darauf zu warten, dass sein Kill-Cooldown abläuft. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, um das Ding anzuschmeißen. Ich muss den Button finden. Das ist ein bisschen. Ich war doch in Camps dort drin. Sekunden beobachtet. Also so lange brauchst du nicht, um den Button für die Camps zu finden. Ich war in Camps drin. Das heißt, nein, warst du nicht. Doch, ich war definitiv in Camps drin. Als ich raus bin. Ich war definitiv. Touch. Touch. Ich war doch in Camps drin. Du standst neben mir. Ich war in Camps drin. Nein, warst du nicht. Doch, die definitiv. Camps haben nicht mehr geblinkt, als ich raus bin. Ich habe doch extra Camps im Blick gehabt, wo wir beide standen. Ich war in Camps drin. Dann war also es ich bin völlig so. Dafür, dass wir einfach mal ins Werk kicken. Wir haben nur noch einen Kill, eine Aufgabe zu machen. Wir sind zu 6. Wir haben uns kein Spicy gemacht. Ich glaube, wir haben es eh schon gewonnen als Crew. Platsch, Mann, erzähl doch keine Lügen hier. Ich war in Camps drin. Ja, du hast mich gesehen, weil ich daneben stand, aber das ist... Ich habe welchen gebraucht, ja, und dann war ich in Camps drin. Daneben, danach habe ich die Camps verlassen und die Camps haben aufgehört zu blinken. Ja, weiß ich nicht, warum die aufgehört zu haben. Ich bin drin. Ja, weil du nicht drin warst wahrscheinlich. Ich war drin. Ansonsten, wir hätten die weiter geleuchtet. Mach doch hier nichts Falsches. War es ein Bug oder so? Keine Ahnung. Ich war drin. Danke für den Vote. Wegen scheiß Camps. Die Imposter runter. Naja.
die nicht aufgenommen wurde, war natürlich besser. Was auch sonst. Wo ist Wolf? Wir müssen Wolf verfolgen. Komm, jetzt kill noch jemanden. Viel Klatsch. Okay, das hätte man dann machen sollen. Ich mag das auch selber nicht. Ich wollte nochmal Imposterrunde. Ich wollte nochmal so eine gute Imposterrunde hinkriegen, wie die nicht aufgenommen wurde. Hat nicht geklappt. Ja, es tut mir leid. Das kriege ich nie wieder hin. Wenn du in den Camps stehst und die ganz im Ernst, ich stand wirklich in den Camps. Ich war im Post, aber ich stand auch wirklich in den Camps. Das war jetzt wirklich ernst. Dann warst du noch nicht in den Camps, als ich raus bin. Keine Ahnung, ich war in Camps. Weil ich stand. Ja, ich stand aber 2 Sekunden noch an den Camps dran, ohne in den Camps zu sein, und die Camps haben nicht geblinkt. Komisch, ich war wirklich in Camps, also ich war auch Imposter, das stimmt. Ich habe auch auf meinen Kill-Codown gewartet, das stimmt auch. Ja, der geht aber halt nicht runter, wenn du in den Camps bist. Und das weiß ich halt. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, okay, dass du auf deinen Kill-Codown wartest. Ja, außerhalb der Camps, logischerweise. Zack, man steht nicht bei der Camps bei so einer kritischen Runde. Tja, naja gut, die Tasks waren schon abgeschlossen. Das der dauert schon oben her. Ihr habt euch ein bisschen viel Zeit gelassen. Ich habe am Anfang auch erst gedacht, dass vielleicht Mary Imposter ist. Weil es halt so lange keine Kills gab. Und dann bin ich an Lifeline dran. Und im nächsten Moment sind 2 tot. Nach mir, okay. Also dran geschaut, war niemand tot. Dann nochmal hingegangen. Haben wir trotzdem einige gekillt. War trotzdem eine passable. War das ein Double Kill? Ja, man kann es so sagen. Man kann es so sagen. Von da oben, da wo man ihn kurz nochmal sagen und nochmal machen muss. Okay, gleichzeitig so ein Muster machen muss. Genau, ja, da bin ich von Zwerge getötet worden. Ich habe den Phil getötet. Okay, war es tatsächlich passabel. Akzeptabel. War eine akzeptable Runde. Ja, okay, das ist ja witzig. Ich töte den Phil, ich sehe da Zwerg und Torum laufen. Fuck, ich bin am Arsch. Ey, dann gehen sie beide hoch, Phil tötet, Zwerg tötet ihn. Dankeschön. Das mit Liz war ein bisschen schon gesagt, dumm. Wo ich dahin bin, so, und Zwerge mir hinterher lief, war mir klar, ich bin tot. Das mit Liz war so. Da war es mir klar, ich bin down. Das mit Liz am Anfang ist halt ein bisschen doof gelaufen, weil ich ihm halt wirklich, ich hatte halt so ein bisschen, ich bin halt ihm hinterhergelaufen, wollte ihn halt killen, hab halt so mit dem Messer in der Hand schon hinterhergerannt, so, das ist ihm halt aufgefallen. Ja, genau, Zwerge rennt mir hinterher, da hab ich gedacht so, oh shit. Das war halt die erste dumme Aktion, das wäre schon. So, Gott sei Dank, jetzt bin ich gleich wieder in die andere Richtung gelaufen. Das war halt schon die erste dumme Aktion, ich wollte dich da. Ich dachte mir so, ja, Gott sei Dank, ja, du warst dann im Prinzip mein Bodyguard. Und dann war er weg. Ja, und dann war er weg, ja. Ich hab extra beim Meeting, noch 10 Sekunden gezählt, bevor ich den Button jetzt trotzdem drückte, schön. Weil man hatte ja nur 30 und glaub, ja, im Poster war 45, genau. Ja, genau. Thank you.